Millionen in Europa bis 2050, 44 Millionen Elektroautos. Wo soll der ganze Strom dafür herkommen? Herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Vielen Dank, dass ihr zu diesem Video wieder eingeschaltet habt. Und zwar höre ich jetzt also schon die Leute rufen. Heute war auch ein Artikel in der Zeitung: Wir brauchen in Europa bis 2050 44 Millionen Elektroautos. Wo soll der ganze Strom dafür herkommen? Das wird alles nicht funktionieren. Und vor allem, die können dann auch nicht mit erneuerbarer Energie fahren. Ihr seht es ja, der Windausbau geht viel zu langsam und dann fahren die dann doch wieder alle nur mit Strom aus fossilen Kraftwerken. Und das ist ja alles dann überhaupt gar nicht mehr umweltfreundlich. Wie sieht's denn aber aus? Schauen wir uns doch mal an, was wäre denn, wenn wir unsere Elektroautos nicht mit Strom aus erneuerbaren Energien betanken würden, sondern wir würden einfach mal den Strom aus einem Braunkohlekraftwerk nehmen, aus einem Steinkohle- oder Erdgaskraftwerk. Was kommt dann eigentlich an CO2-Emissionen raus? Und ich habe mal ein bisschen rumgerechnet und die Ergebnisse, die zeige ich euch jetzt mal. Erstmal, wo habe ich diese Zahlen her? Es gibt eine wissenschaftliche Ausarbeitung vom, nein, andersrum, es gibt eine Ausarbeitung vom wissenschaftlichen Dienst der Bundesregierung. Das haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt, in denen verschiedene Studien dargestellt wurden, wie viel CO2 pro Kilowattstunde Strom entsteht denn eigentlich, wenn man verschiedene Energieträger nutzt, so wie Steinkohle, Braunkohle, Kernkraft, Solar, Wind, Wasser und was es da so alles gibt. Und es ist ganz wichtig, dass diese ganzen Studien zu wissen, dass diese ganzen Studien, diese Ergebnisse ein bisschen voneinander differieren. Das ist ganz normal in der Wissenschaft, weil man unterschiedliche Rahmenbedingungen annimmt. Und die Rahmenbedingungen sind ganz wichtig, nämlich man sollte hierbei immer die Lebenszyklusanalyse nehmen. Das heißt also nicht einfach nur gucken. Eine Solarzelle, ein Solarmodul liefert eben nicht CO2-freien Strom, weil dieses Solarmodul musste ja auch erstmal produziert werden, die Rohstoffe mussten gewonnen werden, das Ganze musste verarbeitet und transportiert werden. Wenn du das bei dir zu Hause aufs Hausdach schraubst, dann brauchst du noch eine Unterkonstruktion. Und du brauchst einen Wechselrichter und du brauchst jemanden, der das macht und der muss zu dir fahren und so weiter und so fort. Das heißt, da kommen CO2-Emissionen hinzu, die wir im Moment noch nicht hundertprozentig vermeiden können. Und wenn man diese CO2-Emissionen bilanziert und auf die erwartete Lebensdauer, das sind bei Solarmodulen zum Beispiel 20 Jahre, obwohl sie meistens sehr viel länger arbeiten, umlegt, dann kommt man eben zu bestimmten CO2-Werten pro Kilowattstunde, obwohl im Betrieb kein CO2 freigesetzt wird. Ja? Deswegen haben auch Atomkraftwerke CO2-Emissionen. Die sind zwar im Betrieb mehr oder weniger CO2-frei, aber der Bau des Atomkraftwerks und die Herstellung der Brennstäbe, die Entsorgung, alles, was dazu gehört, ist CO2 gebunden. So, wenn man solche Studien heranzieht, dann bekommt man Zahlen, die dann ein bisschen voneinander und sich unterscheiden, aber im Großen und Ganzen sich sehr, sehr ähneln, vor allem im Trend sehr, sehr ähneln. Und hier diese Werte, die ich euch hier mal zeige aus der Gemnes-Datenbank. Hier unten steht bei Quelle eigene Berechnungen. Das sind jetzt nicht Berechnungen, die ich angestellt habe, sondern die Berechnungen vom wissenschaftlichen Dienst. Die zeigen halt jetzt mal hier so bestimmte CO2-Werte. Ihr habt also in dieser Tabelle Strom aus und habt ihr links zu stehen, AKW steht für Atomkraftwerk, Steinkohle, Braunkohle und so weiter. Und rechts davon seht ihr dann die CO2-Äquivalente. Äquivalent heißt immer pure CO2-Emissionen und auch treibhausgasrelevante Emissionen, die nicht direkt aus CO2 oder über CO2-Emissionen zustande kommen, sondern zum Beispiel, wenn ich ein Erdgaskraftwerk betreibe, dann, wenn ich Erdgas verbrenne, dann entsteht CO2. Aber bei der Vorkette, wenn das Erdgas irgendwie zu uns geliefert wird, dann gibt es noch zum Beispiel CH4-Lecks, also dass das Methan direkt austritt irgendwo. Das ist nicht hundertprozentig zu vermeiden. Und CH4 hat eben sehr starke Treibhauseffekt und das rechnet man um in CO2 und dann kommt man zu diesen CO2-Äquivalenten. Also das ist sozusagen die gesamte Wirkung dieses Brennstoffs in CO2 umgerechnet. So, und dann nehmen wir uns doch mal als erstes die Braunkohle. Ihr seht schon hier, Braunkohlekraftwerk steht hier mit 1153 Gramm CO2-Äquivalenten pro Kilowattstunde. Das ist natürlich ein richtig heftiger Wert. Das ist auch der höchste Wert in dieser Tabelle. Und wenn man jetzt mal ein Elektroauto nimmt, so wie zum Beispiel so ein Mercedes EQC, den man so vielleicht mit rund 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer fahren kann, dann bedeutet das, dass man 207 Gramm CO2 pro Kilometer erzeugt.
Wir lassen jetzt mal hier tatsächlich die Produktion des Autos selber und der Batterie außer Acht, weil das machen die Verbrenner auch. Ja, da kümmert sich kein Mensch darum, wie viel CO2 ist entstanden, so ein Verbrennerauto zu bauen, so ein Getriebe, so einen Motor herzustellen, auch die Vorkette der Treibstoffe interessiert da überhaupt nicht. Ja, also da fallen Benzin und Diesel scheinen dort vom Himmel zu fallen oder irgendwie an der Tankstelle zu wachsen. Wir nehmen diese Vorkette hin, aber wir lassen jetzt mal die Herstellung des Autos außer Acht. Das mag den einen oder anderen jetzt stören und zu einem bösen Kommentar anregen, aber wie gesagt, dann muss man das bitte bei Verbrennern auch tun. Und das wird nicht gemacht und deswegen tun wir das jetzt hier auch nicht. Also, wenn du dein EQC, e-tron, Tesla, was auch immer mit 18 Kilowattstunden so durch die Gegend fährst und du würdest reinen Braunkohlestrom tanken, was ja nicht geht, weil das ist technisch im Prinzip nicht möglich, dann würdest du bei CO2-Emissionen von 207 Gramm landen. Ne? 207 Gramm, das bedeutet also etwa 8 Liter Diesel, 8 Liter Benzin und so rund 7 Liter Diesel. Und ich behaupte jetzt mal, dass man so ein Auto nicht sparsamer fahren kann. Das würde also heißen, wenn du mit Braunkohlestrom fährst und dich so auf 18 Kilowattstunden einpendelst, dann bist du nicht schlechter als mit einem Benziner oder mit einem Diesel. Würde der Strom aus einem Braunkohlekraftwerk kommen, bei dem auch noch Fernwärme ausgekoppelt wird, dann sinkt der Wert natürlich, weil dafür ja woanders, zum Beispiel in einem Gewächshaus oder woanders, kein Erdgas verbrannt werden muss. Kommt der Strom aus einem Steinkohlekraftwerk, würdest du liegen bei 171 Gramm. Wenn du ein Steinkohleheizkraftwerk habt, wie wir hier zum Beispiel in Berlin, Reuter West zum Beispiel und die anderen, die mit Steinkohle noch befeuert werden, dann liegen die CO2-Emissionen sogar nur noch bei 112 Gramm pro Kilometer. Und das ist dann schon in einem Bereich, wo ich schon sagen kann, das sind so die Emissionen von einem guten, etwas stärkeren motorisierten Hybridfahrzeug. Ja, 112 Gramm. Kommt der Strom aus einem Erdgas-, Gas- und Dampfkraftwerk, sind wir bei 77 Gramm, und kommt es sogar aus einem Erdgas-Heizwerk, wie zum Beispiel in Berlin-Lichterfelde West. Das ist also ein Heizkraftwerk, was mit Erdgas betrieben wird, was also Strom und Wärme gleichzeitig erzeugt. Dann fährst du sogar umgerechnet nur noch mit 26 Gramm CO2 pro Kilometer. Und wenn ein Erdgas-BHKW angewandt wird, was noch effizienter arbeiten kann, dann liegen wir sogar schon bei unter 10 Gramm. Und Erdgas ist ein fossiler Energieträger. Wenn du das Ganze jetzt auch noch auf die Spitze treibst mit einem biogasbetriebenen BHKW, dann kriegst du sogar eine Gutschrift, weil nämlich Biogas, das seht ihr hier in der Tabelle links, negative CO2-Emissionen hat, weil ja nicht nur das ein eine Kraft-Wärme-gekoppelte Anlage ist, sondern die Biomasse ja auch noch CO2 entzogen hat der Atmosphäre. Also das heißt, ein mit Biogas betriebenes BHKW liefert im Prinzip einen sehr, sehr umweltfreundlichen Strom. Übrigens deutlich besser als das Bio-Erdgas im Auto zu verbrennen, weil dann hat man wieder das Problem mit dem schlechten Wirkungsgrad. Und ihr seht hier unten nochmal Wind, Wasser und auch Strom aus Solarenergie liegt bei deutlich unter 10 Gramm, Wasser bei 2,5 Gramm. So, was heißt das? Das heißt also, wir brauchen uns wirklich im Prinzip keine Sorgen zu machen. Ein bisschen überspitzt gesagt, selbst wenn wir mit Braunkohle fahren, dann fahren wir nicht schlechter als Benzin oder Diesel. Natürlich wollen wir das machen. Aber wir werden ja, ich habe es ja vorhin gesagt, verstärkt in den nächsten Jahren den Einsatz von Erdgas sehen und Werte mit 77 Gramm pro Kilometer. Also das schaffe ich mit meinem Prius nicht. Da liege ich eher so bei irgendwo zwischen 95 und 100 Gramm. Die neuen Hybridfahrzeuge werden das wahrscheinlich real auch nicht schaffen. Also da bist du dann schon wirklich mit sehr, sehr guten Werten unterwegs, wenn du deinen Strom, wie gesagt, sogar aus einem Erdgas-Heizkraftwerk bekommst, in Berlin zum Beispiel. Wenn du entsprechend dagegen wohnst, dann bist du echt, obwohl du mit Erdgasstrom fährst, ziemlich sauber unterwegs. Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr zu dieser Grafik hier, zu diesen Werten sagt. Brauchen wir jetzt überhaupt noch neue Energien? Na klar, das ist logisch. Aber ich glaube, wir brauchen uns zumindest nicht in die Diskussion einzulassen. Ja, es gibt nicht genügend erneuerbare Energien und ihr fahrt alle nur mit ganz dreckig durch die Gegend, weil euer Auspuff, der ist ja nicht mehr am Auto, der ist am Kraftwerk und das bringt alles nichts. Also das ist definitiv nicht richtig. Teilt mal diese Werte, teilt uns auch mit, was ihr zu diesen Werten denn so denkt. Was ist eure Meinung dazu?
In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Es war wieder ein etwas längeres Video, aber manchmal ist das einfach nicht kürzer zu machen. Vielen Dank, wenn ihr den Kanal abonniert und den Alarm aktiviert, damit ihr immer informiert werdet, wenn es von uns für euch ein neues Video gibt. In dem Sinne sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.